Hallo und herzlich willkommen zurück zu Knights Quest. So, die Goldene Schmiede ist ja mittlerweile ziemlich mit Lava gefüllt, was sie hatte 5 von 6 Leitungen aktiviert. Und nun geht's in das vorletzte Stockwerk, das letzte ist ja quasi hier Richtung Naraka dann vermutlich. Das werden wir uns jetzt mal direkt hier angucken, das vorletzte. Dass wir da auf jeden Fall die Leitung noch aktivieren, um den Pegel dann halt maximal anheben zu können. Okay. Das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt anders vorgestellt. Das habe ich mir jetzt deutlich anders vorgestellt. Auf jeden Fall die einzige Leitung, die noch nicht aktiv ist. Also es muss auf jeden Fall in die Richtung gehen. Schau mal gerade. Da hinten ist noch ein Hebel. Dann schaue ich erstmal, was der jetzt macht. Okay, und interessant fand ich gerade, man hat diesen Wurm gehört, der hier halt auf irgendeiner Plattform auf einer unteren Ebene halt spawnt. Das heißt, diese Würmer sind tatsächlich sogar feuerfest. So. Ah. Okay. Also wahrscheinlich war diese Etage hier jetzt ganz oben, beziehungsweise dieser Lavapegel, nur für diesen Schalter da. Um diesen Mechanismus zu aktivieren, damit ich jetzt mit etwas niedrigerem Pegel in dieses Zahnrad laufen kann, um halt trotzdem dort hoch zu gelangen. Also ich versuche das jetzt erstmal wirklich, ach verdammt, mit einer Stufe niedriger. Ich glaube, ich muss erstmal hier hinten auf diese Plattform. Macht es ein bisschen einfacher, so fürs Timing das Ganze abzuschätzen. Wenn die Plattform denn auch mitmacht. Achso, jetzt starte ich wieder hier hinten. Schön. Und zwar nicht, bin ich wieder kacke gelaufen oder war meine Energie einfach nur aufgebraucht? Gut ist, hier kann ich quasi so oft in der Lava sterben, wie ich möchte, weil ich halt diesen Halbbrunnen direkt nebenan habe. Hui. So, na also. Ich glaube, ich muss tatsächlich noch eine Stufe niedriger. Ich wollte es halt nicht direkt so ganz stark versuchen. Ich musste gerade überlegen, so woran sieht man denn, ob die jetzt aktiv sind oder nicht, aber das ist tatsächlich die Farbe, ne? Die leuchten heller, wenn die quasi den Pegel heben. Und wenn nicht, dann sind die so ein bisschen dunkler. Dann sind die richtig orange halt. So. Warte nochmal abwarten. Ich war ein bisschen zu früh dran. Kann ich mich verraten, wenn ich es nochmal komplett regenerieren. Okay. Also manchmal muss man doch ein bisschen Geduld beweisen, ne? Und manchmal hat man einfach Pech und stirbt einfach so, weil was die meint,
auf der Lava halt deine Geisteskraft zu deaktivieren. Oh. Ich habe jetzt einfach gehofft, dass das hinhaut. Sag mal, wie niedrig muss ich denn? Ich habe eben schon gedacht, das sieht aus, als würde jetzt eine Tür rauskommen, aber das reicht ja immer noch nicht. Okay, Moment. Deaktiviert, deaktiviert. Mach mir halt so langsam Sorgen, dass ich dann gleich überhaupt noch über das Zahnrad da hochgelange. Na gut, das Ziel könnte noch gerade so hinkommen, tatsächlich. Aber noch eine Ebene tiefer. Never. Puh, einfach in Bewegung bleiben. Sodele. Was? Soll das wirklich noch eine Ebene tiefer reichen? Ich habe gleich wieder alle deaktiviert. Ich habe jetzt noch zwei aktiv, ne? Also wenn ich jetzt noch eine tiefer gehe, dann ist es definitiv, dass ich quasi drauf müsste, während das Ding nach unten zeigt. Ist ja so schon relativ knapp jetzt. Was heißt knapp, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass es nicht mehr nach oben zeigt. Oder zumindest waagrecht ist, wenn ich da drauf gehe. Aha, seht mal, ich sehe tatsächlich eine Tür. Junge, Junge. Ah, ich bin hier in dem Raum. Witzig. Nur halt jetzt in einem anderen Abschnitt, den ich vorher nicht gekommen bin. Ach ja, die hatten wir ja auch mal gesehen, ne? Jetzt kommt die Lore. Und nein. Lief gut, ja, doch, muss ich sagen. Lief richtig gut. So, es ist auf jeden Fall, wie ich damals schon gesagt habe, ne? Deaktiviert diese Feuerfallen. Die Kamera direkt mal so rumdrehen. Oh, 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 oh nein! Oh. Alter, war das knapp. So. Und da haben wir ihn, den letzten Schalter. Und jetzt darf ich diese Schiene natürlich für mich benutzen. Hm, lief gut. Hat sich hier auch irgendwer Gedanken gemacht, wie ich hier wieder wegkomme? Also auf eine Lore brauche ich, glaube ich, nicht zu warten.
Okay. Bisschen anders als man vielleicht ursprünglich erwartet, aber funktioniert. Wie sind der jetzt gesprungen? Aber man sieht hier auch, theoretisch kann man halt nur über die höhere Ebene hier durch. Aber ich wäre dann definitiv nicht zu diesem Schalter gerade gekommen. So oder so nicht. Also war es nicht unbedingt schwierig. Hier war es mehr so die Schwierigkeit, den richtigen Pegel dann zu finden. Ist wie wenn man mal ein bisschen trinkt. Da muss man auch mal den richtigen Pegel finden. So, erstmal wieder alle deaktivieren, genau. Alle Leitungen aktivieren. So, Nummer 3. Hier. Fünf. Und last but not least, Nummer 6. Geil. Dann ist es von dieser riesigen Treppe da hinten tatsächlich gar nicht mehr so viel übrig. Da sind noch Ketten. Haben wir hier jetzt sonst noch irgendwie viel? Nee, ne? Die ganzen Räume sind jetzt einfach mal komplett geflutet. Hier vor seiner Eingangstür ist auch nicht mehr wirklich viel. Nun denn, lass die Spiele beginnen. Ich habe gerade gedacht, das wäre Gold, aber Moment, es ist auch Geld. Geil. Darf ich bitte auch ein bisschen davon haben? Okay, das ist ein riesiges Geistersymbol in der Mitte. Ein bisschen den Raum hier abschenken. Das ist alles Geld. Ich will das Geld haben. Okay, dieser Eiskugel-Katapult-Dings ist auf jeden Fall deaktiviert. Oh, okay. Kommt die ganze Lava rein. Vermut mal, dass da jetzt gleich Naraka auftaucht. Aha. Hallo Naraka. Beziehungsweise dessen Körper. Was hat mir das jetzt gebracht, das Ding da hinten? Alter. Anzuschubsen. Was macht er da? Ah! Okay, dafür sind diese Säulen. Jetzt muss man natürlich erstmal ein bisschen rausfinden, was kann der Dude überhaupt alles?
Achso, ich aktiviere mit dem Ding Loren, die dann gegen den fahren. Er hat's kaputt gemacht. Ah! Das ist unfair. Ich muss da durch. Ja, ich muss auch hier durch. Zumindest war ich jetzt gegen das Aufspießen immun. Hallo. Voll gemein und so. Ich sehe halt nicht mal, wo ich bin. Nein! Wie doof. Muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Nee. Ach, da sind doch tatsächlich durchgängige drei Dinger. Hä? Okay. Wow, 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 mach mal halblang. Oh mein Gott. Bleib mit deinen heißen Klößen weg. Die Ansicht ist halt auch ein bisschen schwierig, um jetzt da reinzuspringen, weil ich weiß nicht genau, wo es jetzt ist. Oder, ja, er springt halt nicht da rein. Ich bin ja eigentlich schon relativ sicher, dass ich jetzt mal reingesprungen bin, aber er ist halt nicht da drin hängen geblieben. Ich habe ja schon extra die Feuerkraft an. Aber ich will auch nicht durch so eine Lavasäule da reingeschubst werden. Das stelle ich mir ein bisschen ungesund vor. Aber so hoch oder so weit springen kann ich halt auch nicht. Hä? I don't get it. Ich versteh's nicht. Ja, ist gut. Drecksack. Jetzt lass mich nochmal weiter voran. Nee, ist das Ding gerade weg. Oh, der hat einfach mal meine Eiskugel zerstört. Ich sehe nichts. Ja. Was war denn das denn jetzt für ein Scheiß schon wieder? Hä? Ich verstehe gerade nicht, was hier abgeht. Also sorry. Diese Lavasäulen sind aber auch echt assi. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich aufpasse, dann kommst du halt nie voran. Ja, genau wegen sowas. Ich muss auf die Falle jetzt warten und dann auf die Lavasäule. Bevor die da überhaupt runter ist, kommt schon quasi wieder die nächste. Und hätte ich dann an Ort und Stelle fest. So, was? Hallo? Rusty? Stehst du nochmal auf? Hey! Der dreht sich die ganze Zeit mit bis zu diesem Augenblick, wo er aufsteht. Und dann bleibt er auf einmal liegen. Also, beziehungsweise dann bleibt er auf einmal auf der Position hängen. What? So war das. Ich muss dir. Ernsthaft jetzt?
Stimmt ja, ich musste ja mit aktiver Geisterkraft da reinspringen. Aber ernsthaft jetzt? Dann bist du endlich da drin, trifft dich so ein scheiß Feuerkloß und haut dich da wieder voll raus. Ey. Also das Schlimmste an diesem Bosskampf ist definitiv dieser Parcours. Wow, wie man halt einfach automatisch mal da drin landet dann. Ich hab's geschafft. Aber ich weiß auch nicht so genau, wann muss ich den denn überhaupt damit beschießen? Oh oh. Ah, okay, zum Beispiel, wenn er diese komische Welle auflädt. Danke. Ich finde aber auch die Ansicht hier echt schwierig, stellenweise. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe echt Probleme mit dieser Kameraansicht. Okay. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht noch irgendwelche Hindernisse auf der Schiene selbst. So, über Umwege zum Ziel. Guck mal, wie easy dieser Abschnitt jetzt war. Ah, ich habe ja sogar getroffen. Krass. Okay, ich glaube, dieser Windschuss ist nicht durchgegangen. Schieß schon. Triff doch! Alter! Was die? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Da ballert der einfach viermal daneben? Ich weiß nicht, wie oft ich die Kamera noch da drauf richten sollte, jetzt mal ganz ehrlich. Ah, weil die Loren immer auf seine Klapper zielen. Deswegen muss die halt offen sein. Was er in dem Moment ist, wo er diese Lavawelle halt kanalisiert. Okay, I got it. So, please. Danke. Das war Phase 1. Ne? Man kennt das von Klaasia. Klaasia Phase 1 war auch easy. So, man merkt schon die Musik, ne? Die wird schon ein bisschen flotter jetzt. Das jetzt geht's erst richtig ab. Jetzt macht Naraka erstmal ernst. Beziehungsweise Mr. Skelettgeneral von und zu. Alter, die Dinger drehen sich aber auch flott jetzt. Keine Hindernisse, keine Hindernisse. Keine Hindernisse sind immer gut. Leute, vielleicht andersrum, da drum herum laufen. Ja, er meint es jetzt ernst. Ah! Nein! Dieser Dreckige! Nein! The fuck! Ach, come on! Ich war am Ziel! Dieser... Nein! Wie unfair war das denn jetzt? Ah ja, hatte einfach schon mal so eine Lavawelle hier zur Begrüßung aufgebaut. Alter, ich sehe halt gar nichts. Wie mies!
Wie mies. Bevor ich überhaupt die Möglichkeit habe, da durchzugehen, hat der da schon so eine Lavawelle hingesetzt. Alter, the fuck? Was? Nee, Junge. Oh, huch. Da hab ich mich verdrückt, aber egal. War gar nicht so ineffizient. Ist eigentlich voll geil, wenn das hier so schnell geht, ne? So, zack. Und dann erstmal schön in aller Ruhe da rumhüpfen. Dreckiger. Schaff dich jetzt einfach mit meiner Geisteskraft von Pakamui. Okay, ist gut, Junge. Wann werden eigentlich diese Dinger hier aktiviert? Hä? Ah, okay, der... Ich dachte schon, ich muss den jetzt angreifen. Hi. Lauf mir doch noch schön in die Fäuste rein. Ah, okay, und jetzt? In your face, Junge. Okay. Wow, alles klar. Muss aber auch erstmal wissen, dass man dann tatsächlich so darüber latschen kann. Oh, hallo Leiter. Die Leiter hat mich aufgehalten. Da-da-da-ta-ta. So, komm schon, kanalisiere. Ich bin bereit. Nein, nicht das. Ich meine das andere. Nein, auch nicht das. Komm schon. Du weißt, was ich meine. Du willst es doch auch. Wow, First Try. Krass. Was ist den hier? Dass die aber auch immer sterben, wenn der gerade mal richtig loslegt. Ah, hi Digga. Aber
ich finde es schön, dass man hier wirklich mal alle Geisterkräfte direkt braucht. Mal kurz warten. Okay, ab geht's. So, noch einmal, dann sollte ich den haben. Bin aber auf jeden Fall schon mal ein epischeres Battle als gegen Klaas hier, weil weiß ja nicht, wie ihr das seht. Alter. Bin allein schon die Mucke dazu geil, ne? Okay. Ihr habt das auch gesehen, ne? Wie ich gerade mal so ganz easy über die Lava gelaufen bin, ohne zu sterben. Das nicht mit meiner Feuerkraft. Und wie ich jetzt gerade irgendwie in seiner Lavaspalte hänge und nicht sterbe. Alter! Danke. Ich wollte gerade sagen, ich habe vielleicht ein ganz klitzekleines Problem. So, da wollte ich jetzt einfach nur schnell durch. Nicht, dass der mich wieder mit seiner Falle da einfängt oder so. Das hier ist jetzt das, was ich meine mit, ich finde diese Ansicht schwierig, ne? Ich finde, es ist in so einer 3D-Welt immer relativ schwierig, dann teilweise einzuschätzen, wie tief man ist oder wie tief so das Objekt ist, zu dem man möchte. Du kriegst mich niemals! Dieser fette Feuersturm, ey. Nein, nein, wehe, wehe, ich muss jetzt wieder das Ganze machen. Oh, Leute. Weil der mich in der Luft einfach rausgekickt hat. Ja, dieser Schlag, von dem den siehst du halt auch kaum, wie der dann dazu ansetzt. Das ist doch behindert, sorry. Was willst du dagegen machen? Dieser Schlag ist echt das Behindertste ever. Ist doch wie vorhin in der ersten Phase noch. Auch. Ah, ich bin am Ziel. Nee, bist du nicht. Du bist tot. Weil einfach dieser Schlag dich dann halt ins Nirvana boxt. Von hier wirst du nicht rumgeschubst, sondern du bleibst halt ganz normal stehen. Komm schon, mach die Klappe auf. Mach die Port auf, los. Los. Friss den. Da ist jemand. Böse. Böse sitzt im Busch. Aua. Wenn dieser richtig krasse Schlaghagel kommt, sind die einfach schon tot. Ich hasse es. Ich komme nie dazu, den wirklich mal auszuleben. Seht ihr, was ich meine? Immer. Jedes Mal. Ah. Okay, erst noch mal ein bisschen geheilt, dass sie gerade echt noch kritisch werden können.
Hui. Okay. Sollte aus dem Gröbsten raus sein. Boom. Da ist er. Naraka aus dem Leben gepuncht. Habt ihr gesehen, wie er gerade da rumgerutscht ist? Als Toter? Puh. Platsch, 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 platsch. Arena verlassen? Ja, ich bin hier fertig. Ah, hallo Naraka. Wow. Du hast mir richtig den Hintern versohlt. Klasse gemacht. Du erinnerst mich an eine jüngere und etwas kleinere Version von mir. Ich weiß, ich schulde dir schon einen Gefallen, kleiner Freund. Aber könntest du mir noch einmal aushelfen? Besiege den Wächter. Befreie Naraka abgeschlossen. Ja. Und Lebensverbesserung. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wunderbar, vielen Dank. Jo, das war das epische Battle gegen Naraka. Die Goldene Schmiede ist damit abgeschlossen, Naraka wieder befreit. Er ist wieder Herr über seinen eigenen Körper. Muss ein traumhaftes Gefühl sein. Jo, die Folge ging definitiv etwas länger als normal, aber kann man auch mal so als kleines Spezial sehen. Wer bis hierhin zugesehen hat, vielen Dank. Ja, und dann fehlt eigentlich nur noch Pakamui im Wald, beziehungsweise im Sumpf. Und dann würde ich sagen, einfach vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.